Guten Morgen, heute ist der vierte Tag meiner Radreise. Ich bin heute um 5:45 aufgestanden. Ich habe da etwas unterhalb des Stolls auf rund 1250 Meter geschlafen. Die Nacht blieb ruhig. Es war auch überraschend warm, ein leichter Wind hat geweht, aber das war alles okay. Und ja, jetzt habe ich in Ruhe gefrühstückt und jetzt werde ich zusammenpacken. Etwas überraschend ist das Wetter, weil ja, es ist so ziemlich stark bewölkt. Mal schauen, ob die Sonne, die jetzt da hinten schön langsam über die Berge herüberkommt, die Wolken auflösen wird. Aber ja, für mich beginnt jetzt jedenfalls dann einmal eine schöne Abfahrt ins Tal. Ich bin jetzt bei der Abfahrt. Ja, hier geht es auf ähnlich groben Schotter nach unten wie aufwärts. Das heißt ja, ich kann nur ziemlich langsam fahren, weil ja, sonst würde ich da nicht immer den besten Weg durch den tiefen groben Schotter finden. Aber ja, landschaftlich ist es sehr schön. Nur eben die Fahrerei ist ja durchaus herausfordernd. Ja, und wie es aussieht, ist das auch in Gegenrichtung nicht besser, als ich gestern heraufgefahren bin. Im Moment führt es hier nur auf unbewaldeter Strecke hinauf. Das heißt, während des Tages ist es dann auch noch richtig heiß. Während ich ja gestern viel im Wald fahren konnte. Aber jetzt geht es für mich da in diese Richtung, weiter Richtung Tal. Es ist jetzt 10:30. Ich bin jetzt auf 530 Meter herunter, bin 11 Kilometer gefahren. Ja, und hier stoße ich auf die kleine Straße Richtung, ja, ich glaube Italien ist es. Ja, der folge ich jetzt Richtung Sociotal. Kobarit, glaube ich, heißt der erste Ort dann im Sociotal. Ja, und damit liegt der Stol hinter mir. Und hier folgt der Slovenia Westloop, der Nadica Richtung Kobarid. Die kleine Asphaltstraße habe ich wieder verlassen.
und hier geht es wieder eben auf einem Feldweg weiter entlang des kleinen Flusses. Es ist jetzt 12 vorbei und ja, die letzten Kilometer Richtung Kobarid führen auf einer alten Bahnlinie aus dem Ersten Weltkrieg. Und in Kobarid werde ich mal schauen, wie es die Supermärkte so mit dem Mittagessen halten. Es ist jetzt 1:15 vorbei und jetzt habe ich ein paar Kilometer hinter Kobarid doch noch meinen idyllischen Rastplatz an der Socha gefunden. Ja, die schaut seit Kobarid aus, als ob man Farbe in den Fluss gekippt hätte. Aber ich habe jetzt da hier einen schönen Schattenplatz. Es ist jetzt 3 Uhr. Ich verlasse jetzt meine Mittagsrast an der Socha und damit verlasse ich auch den Slovenia Westloop. Ich folge jetzt einer anderen Radroute, dem Bimob, die eben hier auf der linken Seite der Socha abwärts Richtung Italien führt. Ja, ich glaube, dass das aber mehr eine Idee des Tourismusverband ist, also wirklich ein Radweg, weil ja, sie führt über Nebenstraßen auf der linken Seite eben das Sotschertal hinab, aber auch hier ist einiger Verkehr. Und ja, jetzt werde ich noch 35 Kilometer fahren. Das wird bei Temperaturen von 30 Grad ein eher besonderer Spaß werden, aber es hilft nicht, wenn ich weiterkommen will, muss ich jetzt dann da mal zurück durch den Waldweg wieder zur Straße fahren und dann geht es so schon abwärts.
Es ist jetzt 4:15 und ich bin durch Tolmin durch. Ja, die Fahrt hierher auf den Nebenstraßen war eigentlich ganz okay, es war nicht mehr allzu viel Verkehr. Jede Menge Gleitschirmflieger. In Tolmin selber bin ich beim Supermarkt nicht wirklich fündig geworden, weil der Mercator sich als Intersport entpuppt hat. Ja, und hier geht es sogar auf einen eigenen Radweg der extrem grünblauen Socha entlang. Hier hat mich die Radroute extrem steil in einen Graben heruntergeführt. Ja, und wie mich das so ausschaut, geht es jetzt da über das ausgetrocknete Bachbett hinüber und da jetzt wieder genauso steil bergauf. Ja, da werde ich mal sehen, ob ich das fahren kann. Nein, an Fahren war da nicht zu denken. Ja, nicht einmal schieben ging. Das heißt, ich habe jetzt nach ein paar Meter meinen Rucksack abgeladen, jetzt mir das Rad hochgeschoben und ja, jetzt soll ich dann meinen Rucksack. Ich hoffe, das war das einzige Stück, das so steil ist, weil ja, schon langsam möchte ich auch irgendwann am Campingplatz ankommen.